Das Spiel kennen wir ja schon. Und jetzt können wir es ja nochmal spielen. Vielleicht kriegen wir diesmal den Rekord sogar hin. Da haben wir jetzt einen Apfel vergessen. So, sehr gut. Und jetzt können wir hier ein bisschen noch drehen. Oh, ein Stein ist hinter uns her. Und jetzt hüpfen. Und nochmal hüpfen. Sehr gut. So, da bleibt er jetzt erstmal drin, der Stein. Und hier haben wir ein Leben. Okay, nochmal unser Apfel. So, jetzt habe ich es aber. Okay, jetzt aber springen. Nochmal springen. Nochmal. Boah. Nein. Nein. Da war ich zu hastig. So Mist aber auch. Ich hätte es aber schaffen können. So, nochmal die ganzen Äpfel hier aufsammeln. Ist auf jeden Fall ein lustiges Spiel. So, jetzt aber nochmal hier. Bisschen drehen. Das Spiel gab es ja früher für die PlayStation 1. Ist auf jeden Fall ein sehr cooles Spiel. Boah. So, jetzt aber. Nochmal. Schade, ich habe schon gedacht, wir kriegen Leben. So, nochmal ein paar Äpfel haben wir bekommen. So, jetzt aber. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Oh, Doppelsprung. So, jetzt aber. Oh, wir müssen uns beeilen. Oh, drüber springen. Oh, jetzt nochmal. Nein. Nein. Ah, so Mist aber auch. Okay. Noch ein Leben haben wir noch. Und dann haben wir verloren. Wenn wir es dann nicht schaffen. Also ich muss mir auf jeden Fall merken, dass ich da drüber springen muss. So, jetzt aber. Uah. Nochmal. Okay, jetzt ist wieder der Stein drin. Der kommt hier Gott sei Dank ja nicht durch. So, wir haben 18 Äpfel. 19. Sehr gut. Jetzt wieder hier rüber. Uah. Jetzt ein Riesensprung. Boah, das haben wir jetzt gerade noch geschafft. Okay, und jetzt da hier drüber hüpfen. Und jetzt hier. Nein, das schaffen wir es wieder nicht. Ich habe doch die ganze Zeit X gedrückt. Ah, so Mist aber auch. Ich weiß nicht, ob ich da noch schneller reagieren muss. Ich bin mir da einfach nur nicht sicher, ob ich da in dem Zeitpunkt springen muss. So, jetzt aber. Und jetzt wieder springen. Und jetzt nochmal. Bekommen wir überhaupt noch ein Leben? Sieht nicht danach aus, schade auch. Boah. Jetzt aber. Und jetzt wieder ein Riesensprung. Boah. Nein, jetzt bin ich runtergefahren. Das war's, schade. Wo bleiben die? Epilog. Es ist noch nicht das Ende. Wir spielen noch den Epilog. Und dann war es dann auch. Und das müsste die Tochter sein. So schätze ich es jetzt mal. Altmodisch. Altmodisch, aber ein cooles Spiel. Crash Bandicoot. Wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Gab es früher an der PlayStation 1. Wäre cool, wenn da ein Remastered rauskommt. Auch von Naughty Dog. So, schauen wir uns erstmal hier um. Hier ist das Badezimmer. Können wir uns sogar selber sehen. Hier sieht es aber auch aus. Könnte mal jemand aufräumen? Sonst können wir hier nichts mehr. Schon doch, hier noch. So gut. Ein Buch. Können wir uns aber nur anschauen. Und da hängen noch ein paar Poster und so weiter. Nicht aufräumen. Ja, würde ich auch mal sagen. Nee, später. Okay, sie ist wohl zu faul. Da ist ja unser Hund. Dad? Jemand da? Ich wusste gar nicht,
dass sie einen Hund haben. Oh, das sieht schön aus. Hier kann man sehen, wie Nathan Drake und Elena Fischer geheiratet haben. Das haben wir leider nicht erlebt. Aber dafür können wir die Bilder anschauen. Das sieht ja süß aus. Sorry, Sally. Sally. Er hat sie noch nie so mit Kindern gehabt. Wow, Sam sieht so jung aus. Ja, ich würde gern wissen, wie er jetzt aussieht. Wir sind ja ein paar Jahre später, auf jeden Fall. Da ist sie nochmal. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißt. Die Tochter. Und das war's wohl. Dann blättern wir da nochmal ganz zurück. Vielleicht gibt's noch mehr Bilder. Sieht aber leider nicht danach aus. Ist auf jeden Fall ein sehr schönes Fotoalbum. Mit schönen Erinnerungen. So, hier ist auch nichts mehr. Ist auf jeden Fall ein großes Haus. Hier können wir kein Wasser uns einlassen. Schade auch. Hier sieht es aber auch wieder unordentlich aus. Und da ist ja unser Hund. So, waren wir da hinten schon? Ne, da waren wir noch nicht. Dann gehe ich mal dort entlang. Schade, dass ich den nicht streicheln kann. Okay, der Hund ist wohl müde. Und hier haben wir noch was. Mal sehen, was du hast. Mom hört komische Musik. Aber die hier gefällt mir. Ja, Musik brauchen wir jetzt momentan nicht. Hier haben wir noch so eine Gitarre. Können wir es nochmal? Wahrscheinlich selbst gebastelt. So sieht es erstmal aus. So, was hat er denn, der Hund? Er will wahrscheinlich, dass wir dort entlang gehen. Das machen wir jetzt auch. Ach so, er will Futter. Das gibt's aber nicht. Oder? Und der Keks. Aber nur das eine. Aber nur das eine Mal. Kann ich nochmal? Weißt du nochmal? Ich probier's einfach mal. Na gut. Aber das ist das Letzte für heute. Okay. Mehr gibt's also nicht. Wahrscheinlich liegen auch nur zwei Stück da drin. Hier nochmal das Badezimmer. Und jetzt sind wir hier in der Küche. Im Kühlschrank. Na bitte. Ein Apfel. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie Nathan und Elena jetzt aussehen. Es sind auf jeden Fall ein paar Jahre später. Hier ist nochmal so ein Brief. Wir sitzen. Sam und Sally kommen zu Besuch. Gut zu wissen. Wir sitzen in einem kleinen Café in einer belebten Straße von Havanna und trinken den vielleicht besten Espresso meines Lebens. Kein Auftrag. Niemand verfolgt uns. Der Ruhestand fühlt sich komisch an. Gut, aber komisch. Sam lässt ausrichten, dass du den Kühlschrank mit nicht ganz so beschissenen Bier auffüllen sollst, bevor wir kommen. Seine Worte, nicht meine. Außerdem erinnert mich Sam daran, dass du die Wette verloren hast. Gegen uns beide. 12 Monate rauchfrei. Tendenz steigend. Und ich bin in Kuba. Verdammt nochmal. Ich war also ein braver Junge. Wie auch immer. Grüß die Mädels von uns. Sag Cassie, sie soll schon mal den Backmon-Brett rausholen. Ich will meine Revanche. Ich freue mich, euch alle in ein paar Wochen zu sehen. Dein Kumpel Victor. Sie heißt also Cassie. Gut zu wissen. Deinen Apfel kannst du ruhig weiter essen. Ah, so kann man ranzoomen. Ist auch gut zu wissen. Jetzt können wir auch hier rausgehen.
Hey. Weg ist sie. Wow. Das sieht hier auf jeden Fall mal herrlich aus. Und Cassie schmeißt einfach mal den Apfel weg. Jetzt wird nur noch der Rest unserer Crew. Einfach herrlich. Können wir hier bis ins Wasser rein? Können wir auch ganz schwimmen? Nee, können wir leider nicht. Ist aber auch so herrlich. Einfach mal ein bisschen ans Meer mit den Füßen. Und hier entlang zu laufen ist auch einfach herrlich. Und auch hier zu wohnen ist doch ein Traum. Und die ganzen Vögel fliegen schon weg. Können wir auch hier hoch? Da können wir leider nicht hier hoch. Schade. Aber wahrscheinlich so. Das funktioniert schon mal. Und dort hinten. Jemand da? Ist nur der Hund. Niemand? Keiner da? Was hast du denn, Hund? Hey, Vicky. Ist auf jeden Fall ein süßer Hund. Okay, er will nochmal. Kann es sein? So, Süße. Wo sind Mom und Dad? Na los, such sie. Los. Echt jetzt? Gut, suche ich sie selbst. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, er braucht eine Socke oder sowas. Das ist sowas, er riechen kann. Hm. Das Essen ist hier. Alles ist hier noch drin. Aber wo sind die? Kommst du? Er will also nicht. Er will sie hier sonnen lassen. Und wir gehen erstmal hier weiter. Und da ist nochmal ein Haus. So, dann gehen wir mal hier rein. Und hier auch nicht. Okay, dann warte ich wohl einfach. Ist eine gute Idee. Wow. Das wurde toll gesäubert. Sieht doch schön aus. Erinnert mich ein bisschen an den Zintermani-Stein. Bin mir aber jetzt nicht sicher, ob er das ist. Hier ist auch noch was. Eine Zeichnung. Du hast es rausgefunden. Okay, ich weiß es aber nicht, was es genau ist. Wahrscheinlich zu dem grünen Teil. Die haben hier viel erreicht, auf jeden Fall. So, jetzt aber? Oh ja, bei der hier war ich mit Sally unterwegs. Oh, das war meine Lieblingsausgrabung. Da unten ist auch noch. Es wurde aber jetzt leider nicht angezeigt. So, jetzt aber? Daran erinnere ich mich. Also, die Cassie will auch viel erforschen. Wahrscheinlich will die auch so werden. Wie Nathan und Elena. So als Team. Das grenzt das Suchgebiet ein ganzes Stück ein. Und Cassie will wahrscheinlich auch Schätze jagen. Vielleicht geht's dann auch mit ihr weiter. Man weiß ja nie. So, jetzt gehen wir mal hier hintere. Okay, da ist noch ein Schrank. Was gibt's denn hier sonst noch? Hier gibt's nichts mehr. Doch, hier noch. Ein tolles Foto. Und dort hinten ist ein Meisterbrief oder sowas. Kann ich aber hier jetzt nicht lesen. Und da ist noch was. Nochmal so ein Foto. Wie albern. Sieht aber schick aus. Schade, dass wir da nicht ein bisschen dran lesen können. Da ist ein Schlüssel. Das sind seine Schlüssel. Das sind seine Schlüssel. Für einen Schrank nehme ich jetzt mal an. Keine Chance. Einfach keine Chance. Oh.
Hier sind die ganzen Erinnerungen von ganz Uncharted. Da oben, der Totenkopf, können wir uns ja noch erinnern. Eldorado. Irgendwie gruselig. Irgendwie cool. Da haben die sich ja kennengelernt. Nathan und Elena. Oder hier, das Kreuz. Uncharted 4. Was ist das? Das kennen wir ja. Das Kruzifix. Oder auch die Münze. Von Captain Henry Avery. Spanische Dublone. Aber von wo? Sieht einfach herrlich aus, was der Sam mitgebracht hat. Was haben wir sonst noch? Genau hier. Von der Uncharted 3. 16. Jahrhundert. Wo ist das her? Aus dem Museum. Wo doch Nathan doch den Ring reingetan hat. Und dann bewegt sich das doch. Schönes Teil. Was haben wir hier sonst noch? Eine Schublatte? Keine Ahnung, irgendein Harz oder sowas? Genau, das kennen wir ja auch. Von Uncharted 2. Wo es dann so leuchtet. Das Baumharz. Ist auf jeden Fall auch sehr cool, dass hier solche Erinnerungen hier vorhanden sind. Was gibt's denn hier sonst noch? Okay, das weiß ich jetzt nicht. Wow, nettes Holster, Dad. Aber das hat er doch immer wieder angehabt. Da oben können wir doch sehen, das Dorf von Uncharted 2. Und da haben wir noch das Buch. Von der Mutter. Hallo. Können wir sogar lesen? Ja gut, ist ein bisschen viel, aber ich lese es vor. Evelyn hat einen Sammler eine Erstausgabe von Schauplatz der englischen Seeräuber abgekauft. Mitsamt einen Stapel Dokumente aus dem 18. Jahrhundert. Unter ihnen habe ich einen sehr faszinierten Brief von Joseph Burns gefunden, der nicht nur zugibt, ein Mitglied der Besatzung von Henry Averys Schiff zu sein, sondern möglicherweise auch noch auf einen von Averys riesigen Schätzen hinweist. Auf was sonst sollten sie die Reichtümer des Paradieses beziehen? Wenn er diesen Brief aus dem Gefängnis geschickt hat, hatte er den Schatz eindeutig nicht bei sich. Also wo ist er? Wir müssen seine Spuren bis zur Quelle zurückverfolgen. Henrys Angriff auf die Gang. Bildunterschrift Joseph Burns. Kartenunterschrift Letzte bekannte Sichtung. Notiz über den Brief. Was sind das für Markierungen? Gut, jetzt haben wir das schon mal vorgelesen aus dem Buch. Wow. Da ist er, ja? Henry Avery. Der Captain. Ganz Way Raum. Halt, hast du etwa nach Averys Schatz gesucht? Ja, das hat er. Eigentlich nur wegen Sam. Aber die Geschichte kennt er ja jetzt bereits. Evelyns Exemplar von Schauplatz der englischen Seeräuber enthält Abschnitte, die ich in späteren Ausgaben nicht gesehen habe. Wenn ich seine Route nachfolgen kann, kann ich vielleicht herausfinden, wo Averys Schatz sein könnte. Henry Avery lebte von 1659 bis 1699, bekannt als Benjamin Bridgeman Long Ben, Piratenkönig der Erzpirat-Siegel. Hat das Mongul-Schatzschiff Gang überfallen und ist mit einem millionenschweren Schatz verschwunden. Hat sich vielleicht mit anderen Piraten in Madagaskar zusammengeschlossen, um die Schiffe anzugreifen? Muss Tom Tu im Kampf getötet, Richard Warnt, William Mace und vielleicht noch andere überprüfen? Schauplatz der englischen Seeräuber ist bekannt, dafür voller Ausschmückungen und Lügenmärchen zu sein.
Aber auf die Seiten ist mehr Wahrheit zu finden, als die Leute ahnen. Wo ist der hin? Karte, keine Ahnung. Das Schiff aus Burns wurde durch einen Sturm von Kurs abgebracht. Und sie wurden von dem Spanier in Paunama gefangen genommen. Pech. Avery war gut darin, seine Spuren zu verwischen. Ich habe das Gefühl, ich bin hier auf dem Holzweg. Die beste und einzige Hoffnung, Averys Schatz zu finden, ist ganz klar unser Freund Burns. Zeit, sich über Paunama zu informieren. Kartenanmerkung im Uhrzeigersinn von oben rechts. Meeresstraße, Bab, All, Mandeb, Gang, Saray Raub. Insel Reunion wurde der Schatz hier gestellt. Treffen mit Adam Baldridge, Insel Actionson, weiterer Proviant, Nassau unter dem Schutz von Gouverneur Nicholas Trott untergetaucht. Schottland, 1699, letzte bekannte Sichtung von Avery. Sorry, falls ich was nicht ganz richtig vorgelesen habe oder nicht richtig ausgesprochen habe. Das kann mal passieren. Hier können wir auch noch lesen. Boah, ist auf jeden Fall sehr viel zum Lesen. So viel möchte ich jetzt eigentlich jetzt auch wieder nicht lesen. Wenn ihr wollt, könnt ihr das einfach mal durchlesen. Einfach mal auf Pause drücken. Und dann könnt ihr das durchlesen. Und hier gibt es noch ein Foto dazu. Können wir umdrehen? Niemals. Ist das Dad? Ja, das ist er. Können wir uns auch noch erinnern? Wo wir dort eher gesagt eingebrochen sind. Eine schöne Erinnerung. Das kann Casey gar nicht glauben, dass es ihr Vater ist. Damals. Wir können nochmal umblättern. Sic Parvis Magna. Großes aus kleinen Ursprüngen. Genau. Einfach auf Pause drücken, wenn ihr es durchlesen wollt. Es kann auch sein, dass ich euch langweile. Sir Francis Drake. War ja sein Motto. Was ist das? Das habe ich auf meiner alten Kamera gefunden. Ich dachte, du würdest es gerne haben. E-Punkt. Müsste Elena sein. Ist wahrscheinlich falsch rumgeschrieben sogar. Natürlich umdrehen. Was zur Hölle? Oh, Scheiße. Mist. Hey, da bist du ja. Hey. Wir haben dich gesucht. Was machst du hier drin? Ich hab euch gesucht. Mach schon, wir haben das Boot beladen, wir können los. Cool, ich werde dann gleich nachkommen. Wieso? Ich muss nur, Was ist los, Cassie? Okay. Sei nicht sauer. Hey, ich sag doch, sei nicht sauer. Schlüssel. Also? Was hast du gesehen? Gar nichts. Naja, nur das Foto von euch beiden und Sully. Mit einem Haufen spanisch aussehender Schätze. Und einem Gewehr. Das musste irgendwann passieren. Vielleicht sollten wir sie einfach erzählen. Sie ist noch nicht bereit dafür. Bereit für was? Den abgefahrenen Scheiß da drin? Wortwahl. Ja, Wortwahl. Entschuldigung. Aber ihr beiden habt ja im wahrsten Sinne des Wortes Leichen im Keller. Oder zumindest so eine Art silbernen Totenkopf. Ich glaube, ich bin noch nicht bereit dafür. Wirklich? Nate? Zeit für das Gespräch. Ja, es ist absolut Zeit. Moment, um welches Gespräch geht es hier? Sie ist noch ein Kind. Sie ist älter als du und Sam, als ihr das alles begonnen habt. Das ist was anderes, und das weißt du. Okay, hör zu. Wenn ihr irgendetwas Zwielichtiges angestellt habt, ist das total okay.
Aber ich finde, ich bin alt genug, es zu erfahren, richtig? Alt genug? Wie alt bist du? Haha, witzig. Mom? Okay. Tja, mal sehen. Für mich fing's an, als dieser Typ mich wegen einer Story über einen riesigen historischen Fund anrief. Er klang wie ein absoluter Schwindler. Ja, attraktiver Schwindler. Nein, ich kannte ihn ja noch gar nicht. Oh, sie wusste es. Sie wusste es. Also dieser Schwindler sagt, wenn Sie die Reise finanzieren, gebe ich Ihnen den Sarg von Sir Francis Drake. Und damit das klar ist, ich habe auch geliefert. Ja, du hast uns indonesischen Piraten ausgeliefert. Ach, jetzt komm, du weißt, damit hatte ich nichts okay, zu tun. Okay, Leute, Auszeit. Ihr behauptet, Piraten hätten euch angegriffen? Nachdem ihr den Sarg von Sir Francis Drake gefunden hattet. Ist das richtig? Ja, ja, das, eigentlich das schon. Stimmt. Ja. Bullshit. Deine Wortwahl. Quatsch. Besser. Okay, erzählt weiter. Wisst ihr was? Sonne scheint, das Boot ist bereit, der Wind ist perfekt. Ihr wollt die Geschichte erzählen? Warum nicht auf dem Wasser? Kommt. Warte, wie hat Francis Drake ausgesehen? War's eklig? Weißt du, er lag nicht drin. Ja, nur sein Tagebuch und eine Karte von Eldorado. Der Stadt aus Gold? Ah, das ist die Legende. Es war nur eine Statue und sie war verflucht. Krass, echt jetzt? Ja, echt jetzt. Aber das kommt erst viel später. Also, die Karte führte uns mitten in den Dschungel des Amazonas. Das war's mit Let's Play Uncharted 4 Thieves End. Es war diesmal wirklich eine sehr, sehr gute Story. Hat mir sehr gut gefallen. Und die zwei sind deutlich älter geworden. Vielleicht kommt da nochmal ein Teil 5 mit Cassie natürlich. Ich schätze, die wird dann auch dann reif sein und dann in den Fußstapfen treten. Und ich hätte zu gern noch am Ende Sally und Sam noch gesehen. Schade, dass wir die nicht mehr gesehen haben. Und das war's jetzt mit Uncharted. Wenn ihr noch mehr Uncharted sehen wollt, könnt ihr es gerne in der Playlist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Oder im neuen Let's Play. Bis dahin.